Hallo, willkommen zu Folge 3 Grundlagen Elektroauto. Heute geht es um das Thema, rechnet sich ein Elektroauto schon heute? Bleibt dran! Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Kosten Elektroauto bzw. Kostenvergleich mit dem normalen Auto. Okay, die nächsten Punkte, die wir durchgehen, kann natürlich relativ schnell überaltert sein, dass sich die Elektroautos gegenüber den Benzin- und Dieselautos von Monat zu Monat kostenseitig immer mehr angleichen. Aber aktuell, also Stand heute, kann man sagen, wenn man jetzt die Neuwagenpreise vergleicht, ist ein Elektroauto etwa 20% teurer, was der Listenpreis angeht. So. Durch die ganzen Förderungen, die es gibt und Eintauschprämien und so weiter, ist aber auch diese 20% Kostennachteil heute schon quasi obsolet. Warum? Wenn ich jetzt Stand heute einen Elektrogolf mit einem vergleichbar ausgestatteten Benzingolf vergleiche, dann sind die preislich komplett gleich, wenn ich jetzt die ganzen Förderungen und so weiter, die ich aktuell kriege, hier zugrunde lege. Was macht das Auto aber extrem attraktiv, also das E-Auto? Zum einen, ich habe Stand heute Steuer 0 Euro auf 10 Jahre. Ist natürlich nicht schlecht. Und ich habe eine sehr günstige Versicherung. Günstige Versicherung. Warum ist das so? Hoppla, jetzt brauche ich einen neuen Stift. Warum ist das so? Ganz einfach, Elektroautos werden relativ harmlos gefahren, haben wenig Unfälle. Das heißt auch, die Versicherungseinstufungen sind dementsprechend niedrig. Was ist noch ein großer Vorteil? Ein großer Vorteil, für die meisten Vorteil ist das Thema Batteriemiete. Das heißt, gerade für die Elektroauto-Anfänger ist natürlich ein super Punkt, dass sie die Batterie mieten können und deswegen kein Risiko eingehen. Das heißt, sie haben hier absolut null Risiko. Sie mieten einfach nur die Kapazität der Batterie. Sollte die Kapazität, also die Batterie, mal nachlassen und dann kriegen sie einfach eine neue. Ist gerade für, wenn du neu zum Thema Elektroauto kommst, super geeignet, um gerade die Angst zu nehmen, was ist, wenn die Batterie nachlässt. Viele, die jetzt schon länger Elektroauto fahren, sagen, beim nächsten Elektroauto werde ich mich zu 90% für eine Kaufbatterie entscheiden, weil in der Realität bisher die Batterien doch wesentlich zuverlässiger sind, wie viele befürchtet haben. Also, hier gibt es beides, kaufen oder mieten. Als Anfang ist Batteriemiete auf jeden Fall sinnvoll. Genau. Ich hab's schon mal erwähnt. Also, wenn ich jetzt heute einen Golf vergleiche, Elektrogolf zu Benzingolf, mit den Förderungen sind die absolut pari. Ich habe jetzt auch mal vor einigen Monaten schon einen Vergleich gemacht von einem Zoe zu einem Clio. Ich gucke mal, dass ich es dir hier unten verlinke. So, und da kam dann raus, über eine Nutzungsdauer, ich glaube 3 oder 4 Jahre, dass der Renault Zoe und der Renault Clio, beides als Neuwagen, über eine Nutzungsdauer von 3 Jahre war es, kostenseitig heute schon absolut gleich liegen. Also, das Thema Kosten ist ja halt überhaupt kein Totschlagargument mehr. Gerade jetzt, wenn wir die aktuellen Diskussionen rund um Fahrverbote mit Diesel, jetzt kommt es vielleicht auch noch mit Benziner und so weiter und so fort. Keine Ahnung, was da die nächsten Monate noch auf uns zukommt in Deutschland. Mit Sicherheit nicht zum Vorteil der normalen Verbrennungsmotoren. Okay, also Kosten, genau, Kosten. Willst du ein Elektroauto kaufen?
ist dir aber einfach 20, 30.000 Euro zu viel für ein Auto, willst du es einfach mal auch ausprobieren, da kann natürlich auch eine lohnende Alternative ein gebrauchtes sein. Lohnende Alternative, hoppala, ist ein gebrauchtes. Warum? Na, ganz einfach. Es gibt auf dem Gebrauchtwagenmarkt sehr viele gute Elektroautos mit wenig Kilometern. Meist haben die auch noch eine relativ lange Garantiezeit, zu Preisen, die absolut erschwinglich sind. Gerade jetzt der Zoe, wenn ich jetzt mal den Zoe sehe, kriege ich zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Wirklich gute Teile, lief auch. Lief, ich sag mal, müsste so zwischen 13.000 und 18.000 Euro ausgeben. Und der i3, sagen wir mal, 22.000 bis 28.000 ist halt schon eine Nummer drüber für Gebrauchtwagen, die wenig Kilometer haben und sehr guten Zustand haben mit Garantie und alles, was dazu gehört. Also kann eine lohnende Alternative sein, zumal natürlich der Wertverlust bei den Elektroautos wesentlich geringer ist wie aktuell bei den Verbrennungsmotoren. Also wer jetzt noch einen Diesel besitzt, dem würde ich empfehlen, schnellstens raus damit, bevor die ganzen Fahrverbote kommen und euer Diesel nichts mehr wert ist. Okay, das war die dritte Folge. Rechnet sich Elektroauto. Wir kommen im nächsten Video zur Folge Nummer 4. Lass dich überraschen, was Folge Nummer 4 ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Mike.